bist so schick gekleidet, dass selbst die Heidi Klum dir dein Outfit neidet. Ich habe nur den Anzug aus dem Outfit-Store und nichts aus Fairtrade, das wirfst du mir dann vor. Wie kann es denn sein, dass Kinder nähen dürfen? Die sollten doch viel lieber nach Kobolden schürfen. Und so wird sich mein Herz noch etwas länger quälen. Doch niemals würde ich die Grünen wählen. Noch mehr Steuern, Verbote und ein hübsches Gesicht. Sorry, Kleines, doch das reicht mir nicht. Pazifist, aber jetzt bin ich verdammt nah dran, weil der Krieg, den ihr wolltet, gar nicht meiner ist, aber ihr bereichert euch daran. Wie die Schachfiguren schiebt ihr uns hin und her und alle haben Hurra geschrien und zu Hause bleiben wieder mal die Bäuche leer, denn nach Osten wollen wir ziehen. Links, zwei, drei, vier, es wird ein großer Tag. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat. Optimal. Am besten lässt du sie mal richten und gönnst dir dann ein paar Bettgeschichten. Oh Karl, das entspannt dich dann total. Oh, so musst du nicht mehr klagen, sondern deine Meinung sagen. Geht die Prognose auch mal in die Hose. Scheißegal, es lebe die Profilneurose. Denn was macht Nirrtum schon? Ist man Gesundheitsökonom? Das Mundwerklose schmeißt er sich in Pose und erklärt uns die Corona-Schose. Und auch wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch bei Anne Will gesehen. Schöner ist es noch mit dir in Wittenberg zu sein.